Wir laufen durch die Gegend, haben so ein Wasserglas vor Augen, dann sehen wir klar. Was wir aber nicht sehen, ist, dass unten am Boden dieses Wasserglases so ein bisschen so ein Bodensatz ist, so ein Schlamm. Und wenn wir rumlaufen, dann verwirbelt das und dann wird die Sicht trübe. Und dann, kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche blöden Entscheidungen trefft und euch hinterher darüber ärgert, weil ihr es nicht habt sacken lassen. Ich möchte über Erfolgsgewohnheiten sprechen und ich sage jetzt eine Erfolgsgewohnheit und ihr klatscht bitte, wenn ihr die habt, einmal kurz in die Hände. Okay, ich fange ganz leicht an. Wer von euch putzt sich regelmäßig die Zähne? Sehr schön. Wer von euch macht das freiwillig? Wer muss von seinen Eltern dazu gezwungen werden? Ihr müsst aufpassen. Okay, nächste Erfolgsgewohnheit. Wer von euch macht regelmäßig Sport? Wer ernährt sich gesund? Wer liest gerne gute Bücher oder Hörbücher? Oder guckt regelmäßig Gedankentanken? Wer hat eine tägliche Routine zu meditieren? Ihr merkt, das ist deutlich leiser gewesen. Und das ist das, worüber ich heute sprechen möchte. Wir reden hier heute so viel über nach vorne und weiter und Erfolg und sowas. Und ich möchte euch etwas verraten, was mir persönlich ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Erfolgskriterien ist, dass man genau das mal nicht tut. Dass man in sich geht, dass man seine Mitte findet, dass man seine Ruhe findet. Und wenn ihr mich schon das eine oder andere Mal gesehen habt, dann wisst ihr, ich bin eher so outgoing und raus und sowas. Ich habe aber eine ganz, ganz andere Seite und eine sehr, sehr stille Seite, ohne die ich das nicht könnte, was ich hier tue. Und ich möchte euch zunächst mal zeigen, wie einem das Denken manchmal so in die Irre führen kann. Leute, die gut in Mathe sind, sind jetzt gleich im Vorteil. Achtung, bitte mitdenken, eine Aufgabe. Wer ist jetzt nicht auf 13 gekommen? Und wer ist auf Parfüm gekommen, auf Parfum? Ganz vereinzelt gehen die Hände los. Wow, wie passiert das? 4711 Kölnisch Wasser Parfum. So, und was ist das, was ich gerade demonstriert habe? Es gibt zwei Arten zu denken. Es gibt das sogenannte konvergente Denken und es gibt das divergente Denken. Und was ihr machen müsst, um diese Regelung hier, um das hier hinzubekommen, ihr müsst divergent denken können. Ich erkläre kurz, was das ist. Konvergentes Denken, da geht es darum, dass man Dinge richtig macht. Also 1 plus 1 gleich 2, was ist die Hauptstadt von Deutschland, das ist Berlin und so weiter und so fort. Das ist das, was wir in der Schule gelernt haben, du musst eine richtige Lösung finden. Das divergente Denken funktioniert anders. Beim divergenten Denken geht es darum, wie viele Lösungsmöglichkeiten gibt es. Und ich glaube, es geht darum, dass wir in unserem Alltag das divergente Denken viel häufiger machen müssen als das konvergente Denken. Also dass in unserem Leben so viele Möglichkeiten existieren, wir die Möglichkeit haben sollten, möglichst viele Lösungen zu finden und daraus dann die bestmögliche Alternative zu finden. Aber das, was wir in unserem Alltag häufig machen, ist genau das Gegenteil. Wir haben Termine, wir haben To-Do-Listen, wir arbeiten ab, wir machen Häkchen, 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 wir sind immer in diesem konvergenten Tunnel. Und das Perverse ist, dass wir dann am Abend zu Hause sind, uns platt fühlen und uns dann erst häufig die richtigen Lösungen einfallen für Themen, die wir vorher gehabt haben. Weil der Trick bei diesem Denken ist, dass wir eigentlich erst dann, wenn wir uns vom eigentlichen Problem abwenden, häufig die richtigeren Lösungen finden. Also das heißt, erst wenn du vom Problem wegguckst, findest du häufig eine Lösung. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal irgendwie Stress gehabt habt, irgendwie im Gespräch. Und hinterher so im Streitgespräch fällt euch das richtige Argument ein. Kennt ihr das? Ja? Oder wenn ihr über irgendwas rumgrübelt und in der Badewanne habt ihr plötzlich die rettende Idee. Oder wenn ich ein Buch schreibe beispielsweise, bei einem Buchprojekt, dann ist das häufig so, dass ich in Gedanken damit beschäftigt bin, häufig auf so einen weißen Screen gucke und dann kommen irgendwann mal die Gedanken, weil mein Hirn halt dann die Dinge ausspuckt, wenn es gerade dran denkt. Und das kann ich häufig nicht so steuern. Das heißt, es ist wirklich so, wenn ich ein Buch schreibe, habe ich ein Notizbuch direkt neben dem Bett stehen, weil das kann sein, dass ich um 3 Uhr nachts plötzlich wach werde und so ein Gedankengang kommt. Und das ist dieses sogenannte divergente Denken, welches du anschaltest, wenn du nicht im Stress bist. Oder habt ihr schon mal Stress in der Prüfung gehabt? Ich hatte mal einen ganz fiesen Anatomieprofessor im Medizinstudium. Das war so ein richtiges Pardon-Arschloch. Der hat uns wirklich einen Spaß, hatte sich daraus gemacht, uns Stress bei der Prüfung zu machen. Also stehst du an der offenen Leiche, was per se schon mal keine sehr schöne Situation ist.
Und dann guckte man so, was ist das, was ist das, was ist das? Und das Fiese war, sobald man eine falsche Antwort gegeben hat, dann musste man durchfallen und musste nachsitzen und wurde dann wieder geprüft. Und diese Prüfung dauerte eine halbe Stunde. Und wir hatten so ein Jahresstudium. Wenn man da einmal durchfiel, dann dauerte das bis zum nächsten Jahr, bis man wieder die Möglichkeit hatte, da mitzumachen. Das heißt, es war kein wirklicher Leistungstest, das war eigentlich ein Stresstest, was der gemacht hat. Und ich finde es total lustig, dass wir das in unserem Alltag auch machen, dass wir gehetzt von Termin zu Termin laufen, dass wir gucken, dass wir irgendwelche Strichlisten, To-Do-Listen abarbeiten, aber dass wir dieses im Moment sein, dieses jetzt hier sein, dass wir das überhaupt gar nicht so praktizieren, wie wir das sollten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich zum Beispiel von To-Do-Listen total gestresst. Warum? Ich bin der Mensch, der glaubt, dass das Leben in Momenten stattfindet. Also jetzt ist ein Moment, danach ist ein Moment, dann ist wieder ein Moment. Und ich gebe all diesen Momenten irgendwie Platz und Raum. Aber wenn ich eine To-Do-Liste habe, wenn ich mir morgens im Bett überlege, heute muss ich das machen und das und das und das und das, und dann schreibe ich das auf, dann mache ich einen Tag über nichts anderes, als diese To-Do-Listen abzuhaken. Und wenn ich die To-Do-Listen abhake, dann bin ich in der Zukunft. Ich bin aber nie im Moment. Das heißt, ich erledige Aufgaben und ich erlebe keine Momente. Aber wenn ich im Leben locker lebe, und das machen die meisten Menschen, die wirklich erfolgreich sind und glücklich sind, bei denen das Leben so aus sich herauskommt, die versuchen ja im Moment zu leben. Also die haben lauter schöne Momente und dann kriegst du ganz viel gebacken am Tag. Ja? Also wenn du von morgens bis abends ohne große To-Do-Listen einfach tust, was getan werden muss, dann wirst du nicht müde, dann geht es dir gut, dann bist du voller Energie und du fühlst dich gestresst von dem, was da noch kommt. Ja? Wenn du dir überlegst, was da noch kommt. Wenn du aber gerade im Moment bist, dann fühlst du dich nicht gestresst. Und dann gibt es Menschen, die grübeln in solchen Momenten. Dies muss ich noch tun und jenes muss ich noch tun. Die fühlen sich sozusagen gehetzt und dann machen die sich selber Druck. Kennt ihr solche Menschen? Und das Gemeine ist, dass diese Menschen dann versuchen, sich auf irgendwelche Probleme vorzubereiten, die es häufig noch gar nicht gibt. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ist wirklich so passiert ist und die ist übel. Das ist eine Bekannte aus meiner Heimatstadt. Ich bin in Schwäbisch Hall, bin ich aufgewachsen, das ist die Ursel. Und Ursel, das ist so eine Frau, immer wenn ich die sehe, ich kenne sie schon viele Jahre, da versuche ich meistens so einen Bogen um sie zu machen, weil ich weiß, die redet über Probleme. Und es gibt ja Menschen, die lästern über die Mundwinkel von Angela Merkel, die haben Ursel noch nicht gesehen. Also Ursel hat Mundwinkel, die gehen bis zum Schlüsselbein. Und ich weiß nicht, wie das anatomisch geht, das hätte mein Anatomieprofessor mir damals zeigen sollen. Aber das ist wirklich faszinierend. Da waren wir in diesem Sommer, waren wir mit meiner Frau, waren wir da wieder und dann begegnete uns Ursel. Und unser kleiner Sohn, der Juri, war mit dabei und wir haben uns im Sommer dazu entschieden, den Juri ein bisschen vorzeitig einzuschulen. Das ist so ein Kannkind. Also der war so einen Monat jenseits des Stichtages und wir begegnen Ursel und ist immer schon so beim Versuch, so positive Gesprächsthemen zu finden, weil sonst wird es schwierig und wir sagen so, hey, das Kind wird jetzt eingeschult, ja, kann, Kind, so guckt, wann, wie, kann, ne? So, und die erste Reaktion von Ursel, ja, die erste, das dürft ihr nicht machen. Und das, was war das Nächste, was er gedacht hat? Warum dürfen sie nicht machen? Kleine Kinder in der Schule werden gemobbt. Also das war der erste Gedanke von Ursel, war Mobbing, ja. Und das geht bei ihr so, wenn man sie eine Weile kennt, dann weißt du genau, hier ein Problem, da ein Problem und die sieht immer und versucht so die Probleme zu verhindern. Und ich frage mich manchmal, woher kommt das? Und dann kamen in diesem Moment kamen ihre Eltern um die Ecke und wir kannten die von früher so, hallo, da. Und dann sah die Mutter von der Ursel, dass unser kleiner Juri gerade einen Hustenbonbon gelutscht hat. Was hat die gemacht? Das dürft ihr fein nicht machen! Und dann denke ich, es kommt so eine Geschichte mit Zucker und Karies und Pipapo. Wenn der sich verschluckt, erstickt er! Ursel hat zwei Mädels. Fragt euch mal, mit welchem Gesichtsausdruck die durch die Welt laufen. Es ist wirklich furchtbar. Und es gibt Menschen, die das die ganze Zeit zelebrieren. Also die zelebrieren dieses Negative. Es gibt auf dieser Welt da draußen gibt nicht Positives oder Negatives, außer wir denken es. Zum Beispiel jetzt gerade. Ihr denkt hoffentlich bis jetzt, bis zu diesem Moment, nicht darüber nach, dass ihr euch heute den ganzen Abend lang euren Hintern auf einem Stuhl platt sitzt. Bitte spürt da jetzt mal so rein. Spürt mal bitte, also Wahrnehmung ist wie so eine innere Videokamera. Spürt mal bitte, wie ihr eure Arschbacken da so platt drückt. Wie der Gesäßmuskel so platt gequetscht wird und das Sitzbein auf diese harte Oberfläche drückt. Spürt ihr die Schmerzen? Ich verspreche, wenn ihr das 5 Minuten macht, ihr habt Schmerzen, ja? Und wenn euch hinter jemand fragt, wie ist Gedankentanke, das ist gefährlich. Da kriegst du einen Dekubitus am Arsch. Ja? Und
Und andererseits, ich meine, das ist doch das, worum geht es doch? Es geht doch darum, dass wir uns unseren eigenen Film erzählen. Ja? Also wenn du morgens wach wirst, dann musst du doch nicht irgendwo, meine To-Do-Liste, da sind wir scheiße drauf. Aber wenn du wach wirst und sagst, wofür bin ich zum Beispiel dankbar im Moment, einatmen, ausatmen, das ist toll. Und wofür bin ich dankbar gerade? Mit Kopf dran, super. Arme dran, super. Beine dran, super. Tut nichts weh, super. Tut was weh, du lebst noch. Ja? Und schaust dich mal um, so Schatz, du auch noch da, super. Oder Schatz, du nicht mehr da. Also je nachdem, du kannst am frühen Morgen schon ganz viel positive Energie haben. Und ich möchte das mit euch jetzt mal ein bisschen üben. Also pass mal auf, wir machen jetzt mal eine Wahrnehmungsübung, okay? Wahrnehmungsübung. Ihr setzt einfach so, ihr sitzt hoffentlich alle ganz bequem und ihr konzentriert euch nicht auf die Arschbacken, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. So. Und jetzt schaut doch einfach mal so in diesem Raum rum und guckt doch einfach mal, was habt ihr hier noch nicht gesehen? Guckt euch einfach mal um. Optische Eindrücke, neue optische Eindrücke. Was hört ihr, wenn ich gerade die Klappe halte? Was hört ihr so in Hintergrundgeräuschen? Was riecht ihr gerade? Wenn das unangenehm ist, den Nachbarn bitte nachher sagen. Ist gar nicht richtig, ja? Okay. Schmeckt ihr irgendwas? Könnt ihr euch mal wirklich vorstellen, wie ihr zum Beispiel gerade in so ein Toffifee reinbeißt? Stellt euch das mal wirklich bewusst vor, so diese Rundung, ja? Oben so dieses Schokohäubchen und ihr beißt da so rein. Die Zähne knacken das zusammen, jetzt kommt so diese Karamellfüllung raus, jetzt seid ihr bei der Hasenlust, merkt ihr? So, pass mal auf, ganz wichtig, wie geht's euch jetzt im Moment, wenn ihr daran denkt? Das geht euch gut, oder? Was ihr dabei macht, ihr macht im Prinzip nichts anderes, als eine Art kleine Meditationsübung. Also ihr geht weg von euren Gedanken, Gedankenkreisen, die Gedanken, die Stress machen, und ihr geht ins Fühlen rein. Und das ist eine ganz simple Technik, wie ihr meditieren könnt. Wir machen jetzt mal so eine kleine Meditationsübung, das nennt sich eine transzendentale Meditation. Und so alle, die sagen, oh, transzendentale Meditation, das ist sowieso die Osho-Uschi, die zu oft am Räucherstäbchen geschnuppert hat. Das meine ich jetzt nicht. Das ist eine wirklich valide Möglichkeit und ich mache es mal ganz simpel, weil das kann jeder Mensch im Alltag einbauen. Und die transzendentale Meditation funktioniert folgendermaßen, ihr sitzt einfach mal ganz bequem, okay, ganz bequem. Bequem hinsetzen. Ich finde eine bequeme Haltung. Jetzt brauche ich noch zwei Vokale. Weißt du, was ein Vokal ist? Was ist ein Vokal? Sag mir ein Vokal. A ist super. So, jetzt brauche ich noch einen zweiten Vokal. Bitte nicht nochmal A, weil A ist schön. Nicht so schön. Also, was soll ich sagen? O, A, O. Das ist toll. So, prima. A, O. Gut. Das wird gleich unser Mantra. Okay, jetzt pass auf. Also, ihr sitzt jetzt ganz gemütlich und wir werden jetzt gleich eine kleine Meditation machen und jetzt schließt ihr mal bitte eure Augen. Gemütlich sitzen, die Augen schließen und bitte einfach mal einatmen und ausatmen. Und wichtig ist, ihr bestimmt euren Atemrhythmus, das mache nicht ich. Ja? Ihr atmet ein und ihr atmet aus. Und konzentriert auf das Atmen und Einatmen und Ausatmen. Und beim Einatmen denkt ihr, ah, beim Ausatmen denkt ihr O. Beim Einatmen denkt ihr A. Beim Ausatmen denkt ihr O. Und es wird sein, dass eure Gedanken trotzdem kommen. Die kommen wie so bunte Fischchen im Aquarium, aber lasst die weiter schwimmen. Ja? Die kommen, die gucken und dann bitte nicht bewerten. Lasst die Gedanken kommen und gehen. Und ich lasse euch jetzt mal eine Minute meditieren. Eine Minute bitte nur Konzentration A und O. So, und jetzt wird er langsam wieder wach. Öffnet die Augen, das ist spannend, ne? Man identifiziert die Raucher in so einem Saal. Ne? Das ist ganz, ganz spannend. Entschuldigung.
Pass auf, wahrscheinlich wird Folgendes passiert sein. Ihr werdet euch in euch selber ein bisschen eingeschlossen haben. Ihr werdet auf eure Gedanken geachtet haben. Es werden Gedanken gekommen sein. Ich hoffe, ihr habt die irgendwie weiterziehen lassen. Ihr habt sie nicht bewertet, aber das war gerade eine Meditation. Und kein Witz, um den Einstieg zu finden ins Meditieren, das reicht, wenn ihr sowas ab und zu mal über den Tag hinweg macht. Und das kann jeder tun. Und die Wissenschaft sagt ganz klar, das tut gut, das ist gesund, das ist prima, das hat hunderte positive Effekte. Und vor allem, das ist sowas Ähnliches wie Glück ohne Saufen. Also es geht dir gut, du bist immer irgendwie gut drauf. Und warum ist mir das so wichtig? Weil das ist mir ein persönliches Anliegen. Diejenigen, die mich näher kennen, die wissen das ganz genau. Ich brauche selber unheimlich viel Rückzug in meinem Alltag, damit ich einigermaßen psychologisch gesund bleibe, damit es mir gut geht. Und ich kann diesen Tipp allen geben. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich denke besser, ich fühle mich besser, es geht mir besser und es geht meiner Umgebung besser. Wenn ich ganz bewusst diese Rückzugspausen einbaue in den Alltag. Also Türe zu, Handy aus, Noise-Reducing-Kopfhörer auf, den eigenen Film im Kopf machen. Macht das, was euch gut tut und macht es bitte ganz bewusst. Ich habe mittlerweile ein ganzes Setting von Ritualen, die ich mache, um runterzukommen. Ich spiele Gitarre. Ich fahre seit vielen Jahren zum Beispiel alleine mit dem Wohnmobil zu Vorträgen, kreuz und quer durch Deutschland mit dem Wohnmobil. Warum? Weil ich nicht so viel Interaktion in irgendwelchen Hotels mit Leuten haben möchte. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel weitestgehend runtergeschraubt. Nicht, weil ich Öffis nicht mag, sondern weil ich dieses ständige Warten und Sprechen und hier und da, es ist ständige Ablenkung von den eigenen Gedanken. Und ich kann jeden dazu ermutigen, sowas zu tun. Also wenn du das machst und darauf achtest, sowas im Alltag immer wieder einzubauen, dann brauchst du viel weniger Pausen. Aber der Punkt ist, das muss man sich trauen. Und viele Menschen trauen sich das nicht. Weil die denken, die müssen leisten, 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 zack, 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 das geht doch alles gar nicht. Du musst irgendwie zielgerichtet arbeiten. Und ich halte das für falsch. Und der nächste wichtige Punkt, also Punkt Nummer 1, schalte öfter mal in den Leerlauf. Punkt Nummer 2, versuch mal im Alltag wirklich weniger zu bewerten. Weil sobald du anfängst zu bewerten, denkst du, wenn dann, wenn das passiert, dann. Und dann müssen wir das und das machen. Dann kriegst du so einen inneren Impuls und so einen Handlungsimpuls und der führt halt manchmal ins Leere. Und dann regt man sich manchmal über Dinge auf, wo man hinterher sagt, boah, meine Güte, hätte das jetzt sein müssen. Das ist ja mit der Wahrnehmung so, wie wenn wir mit so einem Wasserglas vor den Augen herumlaufen. Also wir laufen durch die Gegend, haben so ein Wasserglas vor Augen, dann sehen wir klar. Was wir aber nicht sehen, ist, dass unten am Boden dieses Wasserglases so ein bisschen so ein Bodensatz ist, so ein Schlamm. Und wenn wir rumlaufen, dann verwirbelt das und dann wird die Sicht trübe. Und dann, kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche blöden Entscheidungen trefft und euch hinterher darüber ärgert, weil ihr es nicht habt sacken lassen. Also deswegen, wenn ihr euch irgendwas aufregt und ihr merkt innerlich sacken lassen, ja, du hast einen Plan, alles läuft nach Plan, dann ist der scheiße. Ganz wichtig, sich klar zu machen, bevor ich mich jetzt drüber aufrege, ist es mir lieber egal. Ja, also Küche sieht aus wie Sau, Licht ausgeht. Also irgendwie so diese innere Haltung. Ja, das ist... Es ist ein Zeichen psychologischer Gesundheit, so etwas hinzukriegen, so etwas tun zu können. Und der dritte Tipp, den ich euch hier mitgeben möchte, der ist mir ebenfalls sehr, sehr wichtig. Nehmt euch diese Pausen ganz bewusst und verschenkt dabei Zeit. Verschenkt Zeit. Tut Dinge, die nicht zielgerichtet sind. Macht Dinge einfach nur, weil sie schön sind. Geht ins Kino. Wenn ich ins Kino gehe, erste Reihe alleine. Erste Reihe, ich tauche in die Leinwand ein, ich finde es geil, einfach nur den Moment. Macht Dinge, die euch Spaß machen. Ja, tut Dinge einfach nur, weil sie toll sind. Und wenn ihr im Hinterkopf so einen Gedanken habt, das ist aber gerade nicht zielführend, falsch. Hier möchte ich mit einem wunderbaren Satz antworten. Und zwar hat den sich, ich glaube, der ist von Eckhart Tolle. Und der heißt, muss ich das jetzt tun? Und wenn ihr so einen inneren Antrieb habt, so dieses, ich will, ich muss, pass auf, muss ich das jetzt tun, kannst du unterschiedlich betonen. Muss ich das jetzt tun oder rede ich mir das ein? Muss ich das jetzt tun oder kann das jemand anders? Muss ich das jetzt tun oder eigentlich was ganz anderes? Muss ich das jetzt tun oder geht auch später? Oder muss ich das jetzt tun? Oder kann ich es einfach geschehen lassen? Und manchmal müssen wir die Dinge geschehen lassen. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und dabei bekommen wir auch manchmal ganz gute Gedanken. Und ich möchte mit einem schönen Denkbeispiel enden. Das ist eine Geschichte, die habe ich vor einiger Zeit gehört und ich fand die so schön, dass ich sie in mein Buch, das Günther-Prinzip, mit aufgenommen habe. Also für die, die das zu Hause nochmal nachlesen wollen, das ist hier drin. Und die ist großartig.
Ein Professor stellt in einer Physikprüfung folgende Aufgabe. Beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit einem Barometer feststellt. Ein Kursteilnehmer antwortet, Sie binden ein langes Stück Schnur an den Ansatz des Barometers, senken dann das Barometer vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden. Die Länge der Schnur plus die Länge des Barometers entspricht der Höhe des Gebäudes. Diese in hohem Grade originelle Antwort entrüstet den Prüfer dermaßen, dass der Kursteilnehmer sofort entlassen wird. Der jedoch appelliert an seine Grundrechte mit der Begründung, dass seine Antwort unbestreitbar korrekt sei. Die Universität ernennt einen unabhängigen Schiedsrichter, um den Fall zu entscheiden. Der Schiedsrichter urteilt, dass die Antwort in der Tat korrekt sei, aber leider kein wahrnehmbares Wissen von Physik zeige. Um das Problem zu lösen, wird nun entschieden, den Kursteilnehmer nochmals hereinzubitten und ihm 6 Minuten zuzugestehen, in denen er eine mündliche Antwort geben kann, die mindestens eine minimale Vertrautheit mit den Grundprinzipien von Physik zeigt. Für 5 Minuten sitzt der Kursteilnehmer still, den Kopf nach vorne in Gedanken versunken. Der Schiedsrichter erinnert ihn, dass die Zeit läuft, wobei der Kursteilnehmer antwortet, dass er einige extrem relevante Antworten habe, aber er sich nicht entscheiden könne, welche er verwenden soll. Und schließlich sagt der Schiedsrichter ihm, jetzt musst du dich wirklich beeilen, und jetzt antwortet er wie folgt. Erstens könnten Sie das Barometer mit auf das Dach des Wolkenkratzers nehmen, es über den Rand fallen und die Zeit messen, die es braucht, um den Boden zu erreichen. Die Höhe des Gebäudes kann dann mit der Formel h gleich 0,5 g mal t im Quadrat berechnet werden. Das Barometer wäre allerdings dahin. Oder, falls die Sonne scheint, könnten Sie die Höhe des Barometers messen, es hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Länge des Schattens des Wolkenkratzers. Anschließend ist eine einfache Sache, anhand der proportionalen Arithmetik die Höhe des Wolkenkratzers zu berechnen. Wenn Sie aber in einem hohen Grade wissenschaftlich sein möchten, dann könnten Sie ein kurzes Stück Schnur an das Barometer binden und es schwingen lassen wie ein Pendel, zuerst auf dem Boden und dann auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die Höhe entspricht der Abweichung der gravitativen Wiederherstellungskraft, t gleich 2 Pi im Quadrat. Oder, wenn der Wolkenkratzer eine äußere Nottreppe besitzt, würde es am einfachsten gehen, da hinaufzusteigen, die Höhe des Wolkenkratzers und Barometerlängen abzuhaken und oben zusammenzuzählen. Wenn Sie aber bloß eine langweilige und orthodoxe Lösung wünschen, dann könnten Sie selbstverständlich das Barometer benutzen, um den Luftdruck auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf dem Grund zu messen und den Unterschied bezüglich der Millibare umzuwandeln, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen. Aber da wir ständig aufgefordert werden, die Unabhängigkeit des Verstandes zu üben und wissenschaftliche Methoden anzuwenden, würde es ohne Zweifel viel einfacher sein, an der Tür des Hausmeisters zu klopfen. Und ihm zu sagen, wenn Sie ein neues Barometer möchten, gebe ich Ihnen dir dieses hier, vorausgesetzt, Sie sagen mir die Höhe dieses Wolkenkratzers. Achtung. Die Pointe kommt jetzt. Der Name des Kursteilnehmers war Niels Bohr. Am 10. Dezember 1922 erhielt er den Nobelpreis für Physik. In diesem Sinne, danke fürs Mitdenken und danke fürs Gedankentanken, aber denkt nicht immer so viel, denn manchmal kommt man genau dadurch auf die besseren Gedanken. Dankeschön. So, und hier bin ich jetzt schon wieder. Wie hat es dir gefallen? Bitte kommentiere doch hier, wie du den Vortrag gefunden hast, was du mitgenommen hast. Und wenn du live selber auch mal bei einer Redernacht dabei sein möchtest, dann schau mal, wo sind die nächsten Termine, wo wir bei dir in der Gegend sprechen. Und dann sei auch du live ein Teil der Gruppe und spüre diese Atmosphäre bei einer Redernacht, weil wirklich dabei zu sein, das ist was anderes, als hier so ein Video anzuschauen. Danke sehr fürs Mitdenken. Wir sehen uns.